Und damit ein herzliches Hallöchen hier zur zweiten Folge von Minecraft. Ja, ich bin wieder zurück im anschaulich schönen Minecraft. Ich habe ja Optifine und den Sildur's Shader Mod. Was ist das da oben für ein Kreuz? Halleluja! Das ist ein Baum. Ich glaube, das ist ein Baum. So, ich habe in der ersten Folge natürlich eine ganze Menge gequatscht. Der Weg sieht ja... Super Weg. Der... Ja. Ja, Ey, du versaust mir meinen Rasen, mach dich... Ciao. So, nee, ich habe in der ersten Folge ja ziemlich viel gequatscht. Und bin nicht wirklich dazu gekommen, was zu bauen. Aus diesem Grund... möchte ich heute etwas bauen. Und Folgendes will ich ausprobieren. Ich kenne mich mit den Crafting-Rezepten leider noch nicht wirklich gut aus. Deshalb muss ich mal gucken. Deshalb möchte ich mal gucken, ob folgende Sache funktioniert, die ich jetzt probieren möchte. Kann man mittlerweile... Nö, okay. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können, dass das funktioniert. Polierter Granit, das sieht auch cool aus. Okay. Ach, hier unten ist auch noch Seiten, die man weg... Okay, das ist ja schon... cool gemacht, muss ich sagen. Okay, schön, dass wir das wissen. Ich möchte heute das Dorf etwas verschönern, beziehungsweise möchte ich heute anfangen, das Dorf erstmal überhaupt richtig herzurichten, denn, ja, schaut euch das mal an. Ich meine, es ist ganz schön schwierig, oder ich denke mal, es wird ganz schön schwierig, das Dorf richtig herzurichten, weil es halt so total scheiße gebaut ist, wenn man das so sagen darf. Wir müssen es auf jeden Fall in verschiedene Ebenen bringen und hast du nicht gesehen und es wird furchtbar. Es wird furchtbar. Ich freue mich jetzt schon. Folgendes. Wie gehe ich das Ganze denn jetzt mal an? Ich würde sagen, wir gehen erstmal, beziehungsweise wir starten erstmal von vornherein rein hier. Machen wir das mal so. Ich möchte erstmal versuchen, den ganzen Weg hier auf eine Ebene ungefähr zu bringen. Also, dass ich sagen kann, okay, der Weg führt uns auf jeden Fall durchs Dorf. Hier finde ich zum Beispiel kacke, dass das Haus so gebaut ist, dass man den, wenn man den Weg nutzt, dass man quasi an die Hauskante stößt. Das ist doch kacke. Kann man doch nicht machen, sowas. Na, auch hier, ich habe schon bessere Bauten gesehen. Eventuell könnte ich ja den Eingang auch auf diese Seite verlegen. Aber erstmal suchen wir uns ein trautes Heim aus, in dem wir nächtigen. Ab sofort. Und ich würde sagen... wir nehmen den Tor. Raus. Raus! Raus aus meinem... Okay, ich denke mal, der Turm ist besetzt. Ja, toll. Das anscheinend jetzt auch. Sag mal, habt ihr alle kein Zuhause oder was? Beziehungsweise ich habe im Moment kein Zuhause. Nehme ich halt die Schmiede. Ja, dann... die Schmiede wird dann jetzt also mein Standpunkt sein. Alles klar, dann haue ich hier mal das hin. Haben wir noch Holz? Das ist alles, was wir an Holz haben. Oh, das läuft ja. Okay, die Schmiede ist vielleicht ein bisschen klein. Planänderung. Es ist auch neu. Ich meine, das letzte Mal Minecraft habe ich gespielt. Oh, lasst mich nicht lügen. In der Version 1.7. Also ist eine ganze Menge, her. Oder eine ganze Weile her, da wir jetzt im Moment die Minecraft-Version 1.12.2 haben. Und es ist jetzt neu, dass man mittlerweile hier so
wenn man nur die Taste nach vorne quasi drückt zum Laufen, dass er automatisch eine Kante hochspringt. Ist neu, finde ich nicht. Finde ich total nervig. Weil sobald du ein bisschen zu weit kommst, kann man das. Toll. Kann man das. Hallo. Ja, toll. Ja, das sagen sie nur. So, komme ich jetzt hier. Kann man das verhindern, indem man sagt. Nö. Okay, das ist scheiße. Kann man das ausstellen? Wenn ja, schreibt es mir mal bitte in die Kommentare. Das ist doch zum Abbauen totale Scheiße. Also ich muss sagen, das ist echt ein bisschen doof gemacht. Stelle ich mir schwierig vor. Kohle. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich nichts sehen. Ich wollte auch nur mal hier runter gucken, ob hier irgendwo. Also wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Kohle. Und eine kleine coole Höhle, wo man sicherlich auch was draus machen könnten, wenn man denn wollte. So, jetzt bauen wir aber erstmal das Ding. Ja, toll. Das Ding hier bauen wir jetzt erstmal zu. Damit ich das Holz auf jeden Fall wieder habe. So, und jetzt brauche ich noch ein kleines Häuslein. Ja, zu klein. Oh. Ist da hinten von denen eins frei, bitte? Wie kommt man denn? Das Haus ist ein bisschen ungünstig gebaut. Ah, Moment, hier komme ich rein. Das ist ein schönes großes Haus hier. Das möchte ich haben. Das besitze ich jetzt. So. Ciao, mein Haus. So, das richte ich mir jetzt schön. Also, was heißt, das richte ich mir jetzt ein? Das möchte ich erstmal nur als meine Bude benutzen, sozusagen. So, folgendes. Ich brauche jetzt erstmal. Das kommt raus. Die Erde kommt weg, das kommt rein. So, ich hau jetzt hier erstmal. Ich mache hier mal das hin. Und hier mache ich mal das hin. Und danach. Raus! Raus aus meiner Home. Ja, du kannst da schön draußen bleiben. Du Sack. So. Wie funktioniert das nochmal? So. Ein Bett. Ah, okay. Gut. Ich habe nichts gesagt. Also, ihr merkt schon, ich muss wieder anfangen. Boah, ernsthaft? Braucht man jetzt dreimal die gleiche Wolle? Tatsächlich. Weil es jetzt farbige Betten gibt. Ist das euer Ernst? Oh, ist das doof. Jetzt muss ich mir hier noch... Die Sonne geht schon wieder unter. Verdammt. Scheiße, das ist eine Kuh. Wo sind die Schafe hin, wenn man sie mal braucht? Diese verdammten Dinger. Ich schaffe wieder nix. Ich wollte in der Stadt hier mal ein bisschen für Ordnung... Oh. Tut mir leid. Ciao. Ich will ein schwarzes Bett. Danke. Oh ja, das arme Schaf. Ja, es tut mir auch schrecklich leid. Tatsächlich, tut es mir wirklich. Oh nein! Oh oh. Nicht gut, gar nicht gut. Eieiei, das ging gerade noch mal gut. Puh. So, ab zu meinem Haus, es wird dunkel. So, ciao. Ich möchte jetzt erstmal nächtigen. Ach so, ich habe immer noch kein Bett. Ja, sorry. Schwarzes Bett. Sehr schön. Das hau ich dann da hin. Und dann kann ich erstmal hier die Goldbarren, das Leder. Das kann ich ja erstmal Granit. Ach so, das behalte ich mal, das Holz. Das Holz packe ich mal rein. Obsidian, das packe ich mal rein. Das behalte ich. Die Wolle rein.
Was sind das eigentlich? Rohes Hammerfleisch. Okay, das kann ich braten. Das kann ich mal so dumm. Das behalte ich alles mal. Oh, es ist aber dunkel. Ich schlafe mal. Gute Nacht. Nächster Morgen. So, wie spät? Wie lange nehme ich auf? Was zum... Oh Gott, wir nehmen schon wieder seit 11 Minuten auf und ich habe nichts geschafft in dieser verdammten, gottverdammten Aufnahme. Aber immerhin, wir haben ein Bett. Ist es nicht schön, unser Bett? Ja, so, folgendes. Was gehe ich denn an, beziehungsweise, ach ja, genau, das wollte ich mir noch bauen. Einen Ofen. Ging der so? Ja, sehr gut. Den haue ich mir hier gleich mal noch mit hin. Und dann fange ich, glaube an, die Stadt hier erstmal ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Weil, wenn die Stadt gut aussieht, ich meine, das können wir erstmal als unsere vorübergehende Bleibe nutzen. Was ist denn hier los? In die Ecke gepinkert wird nicht. Das können wir erstmal als unsere vorübergehende Bleibe hier nutzen, auf alle Fälle das Haus. Oh, shit. Ach so, ich habe auch keine Monster an, fällt mir gerade mal ein. Ja gut. Scheiße. La 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 la. Ich brauche mal ein bisschen Erde. Ein bisschen. Toll. Naja, so ein Guckloch kann man ja lassen. Denke ich mal. Damit man weiß, dass dahinter noch eine Höhle ist. Dahinter ist, glaube ich, auch noch. Na, Gott. Was ist das für ein Bergdorf? Ich meine, es ist cool. Aber ich glaube, hier muss ich eine Menge, Menge machen. Oh, schon wieder. Der verdammte Knöchel. Ah. So, ich werde auch in den nächsten Folgen eventuell mal ein Texture-Pack reinhauen. Im Moment ist ja das alles noch Vanilla. Ich habe schon ein paar Texture-Packs auf Lager, was ich ausprobieren möchte, was mir eventuell für gefallen könnte. Ich hätte auch einfach hier einen Ofen abbauen können, fällt mir gerade mal ein. Weil wie er auch immer hier hochspringen möchte, kann man das. Ich muss mal in die Aufnahmepausen gucken, ob man das ausschalten kann. So, folgendes. Wir fangen an, würde ich sagen, dass wir die Stadt quasi. Ich meine, das mit den Treppen, das sind Holz. Ah, das ist doof gemacht. Pass mal auf. Die Treppe erstmal weg. So. Die Treppe erstmal weg. Auch die Treppe hier weg. Wir machen das alles mit Steintreppen. Weil das cooler aussieht, finde ich. So. Und dann könnte man das ja durchaus als Dorfeingang. Was zum Henker macht die Kuh da oben? Ich glaube, die ist leicht lebensmüde. Könnte sein. Oh, mein Handy vibriert andauernd. Was ist denn hier los heute? So, wie lange nehmen wir denn jetzt auf? Noch keine 20 Minuten. Ich möchte aber auch die Folgen gar nicht so lang machen. Also wir haben nicht wirklich was geschafft, ist aber nicht wild oder nicht weiter wild. Oh, ich glaube, die Landschaft hier könnte echt richtig cool werden. Das Dorf, ich habe so, oder ich habe mir so gedacht, wir müssen eine Seite des Dorfes als Eingang nutzen. Entweder wir nutzen die hier mit dem Turm direkt als Eingang, weil eigentlich könnte man sagen, man baut hier so eine Mauer irgendwie um das Dorf. Wobei man da gucken muss, ob man eventuell da hinten die Berge abtragen muss oder zumindest den. Weil. Oh, schon wieder eine Höhle? Ist das euer Ernst? Was ist das hier? Ist das. Oh nee, das ist irgendwas anderes. Das ist Stein oder irgend sowas. Granit, oder? Diorit. Oh Gott, was es nicht alles gibt! Ja, also es ist auf jeden Fall.
Diese Kuh da oben. Also ich habe mir auf jeden Fall so gedacht, dass ich das Dorf auf jeden Fall jetzt erstmal ausbaue und schön mache. Und dann so eine riesige, also was heißt riesige, so eine, erstmal so eine Holzwall irgendwie drumherum baue. Eventuell aus Zäunen oder eventuell mit richtigen Bauklötzen. Das habe ich mir so gedacht, aber man müsste ja dazu, müsste man wahrscheinlich den Berg abtragen, das abtragen irgendwie und das, damit man wirklich so einen Wall drumherum bauen kann. Eieieiei, das wird, glaubt, noch eine harte Tortur. Ich weiß, dass der Weg hier, man könnte auch sagen, man macht hier den Dorfeingang hin. Müsste dann aber hier unten wieder irgendwie Treppen hochführen und kann sagen, man. Ja, man könnte rein theoretisch auch das zum Dorfeingang machen. Und dann baut man hier vorne einen Schutzwall hin, bis hier so drumherum, bis an die Wände quasi. Und nutzt die Hügel quasi als Sicherung im hinteren Bereich. Könnte man auch machen. Das ist, glaube ich, noch die geilere Idee. Und in die Richtung könnte man ja gucken, was da noch so kommt, und könnte man ja hier den Weg weiterlaufen lassen. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ich würde jetzt aber erstmal sagen, das war's wieder für diese Folge Minecraft. Wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Ich spiele gleich direkt weiter. Für euch gibt es jetzt aber hier an der Stelle einen Schnitt. Ich bedanke mich wie immer fürs euch, für euch. Ich bedanke mich natürlich auch für euch, aber ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen oder dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und diese Folge habe ich nicht so viel, naja, ich sag mal, nicht über so ein Thema direkt gesprochen, sondern diesmal habe ich mich mal ein bisschen aufs Spiel konzentriert. Ich habe ja bereits in der ersten Folge erwähnt, dass ich mich nicht zu nichts irgendwie und dass ich na, keinen genauen Plan habe. Ich mache einfach, wie ich denke. Und so wie es mir einfach passt. Frei Schnauze, frei raus, Kreativität, keine Grenzen gesetzt. Und ja, wir gucken mal, wie das Ganze, wo uns das Ganze hinführt. Sag mal so, das Blümchen finde ich schön. Nehme ich mit. So. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Und da ist die Sonne. Tschüssikowski. Ciao.